Moin Moin, ich bin Leslie von Reishunger und in diesem Video dreht sich alles um Beluga-Linsen. Dabei lernst du heute Wissenswertes über die Delikatesse und wie du sie am besten kochst. Das einmal im digitalen Reiskocher und im Kochtopf. Also lass dir es auf keinen Fall entgehen und wir fangen direkt an. Klein, rund und dunkel, das sind Beluga-Linsen. Früher galten Linsen ja eher als arme Leute-Essen und heute gelten gerade Beluga-Linsen als echte Delikatesse. Dabei stammt der Name Beluga ursprünglich von dem Beluga-Kaviar ab. Das Beste an ihnen? Geschmacklich überzeugen können die Beluga-Linsen durch ihr bissiges Korn und das nussige Aroma, das so ein bisschen an Maronen erinnert. Daher eignen sie sich auch sehr gut für Risottos, das heißt Risottos mit Linsen, aber auch als Beilage. Ich würde sagen, wir starten direkt und waschen die Linsen einmal gründlich durch. Nun gebe ich die Linsen mit etwas Wasser in unsere Waschschüssel und wasche die einmal gründlich ein- bis zweimal durch. Übrigens, wenn du noch weitere Rezept- oder Linsenvideos sehen möchtest, vergiss auf keinen Fall, unseren Kanal zu abonnieren. Ich mache mich jetzt an das Kochen der Linsen im Kochtopf. Für die Zubereitung im Kochtopf, aber auch im Reiskocher kannst du dir merken, wenn du die Beluga-Linsen als Beilage servierst, reicht so eine halbe Tasse trockener Linsen pro Kopf. Ich gebe jetzt die Linsen zusammen mit dem Wasser in den Kochtopf und lasse sie einmal kurz aufkochen und dann für ca. 20 Minuten auf unterster Hitze einmal köcheln. Das Gute bei den Linsen ist, du musst sie nicht vorher einweichen und du kannst sie direkt jetzt benutzen. Die Linsen sind fertig und sehen auf jeden Fall schon richtig lecker aus. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal im digitalen Reiskocher. Dafür einmal Klappe öffnen und die Linsen dazugeben. Nun noch einmal Wasser. Ungefähr die doppelte Menge, wie eben auch. Deckel schließen. Und einmal den Suppenmodus auswählen, Start drücken und jetzt kochen die schon für dich. Wichtig ist, dass du zwischendurch ein-, zweimal umrührst, damit auch nichts überkocht. Du kannst auch gerne einmal die Konsistenz prüfen, ob dir das schon so gefällt. Und ja, braucht auch so circa 20 Minuten. Die Linsen aus dem Reiskocher und aus dem Kochtopf sind fertig und es klappte auf jeden Fall wunderbar. Probier es gerne selber aus und lass uns wissen, was dein Lieblingslinsenrezept ist. Wie immer, abonniere gerne den Kanal, wenn du nichts mehr an Rezeptvideos verpassen möchtest. Ich lasse es mir jetzt schmecken, von daher bis zum nächsten Video und guten Linsenhunger!